Lord Pappnase. Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück. Es ist Gothic 2 Time. Ich habe mega Bock. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe mega Bock. Wir haben das letzte Mal den Marktplatz soweit grob abgeschlossen und ein bisschen auch schon die Wildnis erkundet. Wir sind mittlerweile Lehrling bei Constantino und ich habe auch schon gelernt, Stärketränke herzustellen, was natürlich sehr gut ist. Und ich habe mich dazu entschieden, ich werde das so machen. Ich werde Stärke lernen, bis es 10 Lernpunkte kostet. Und ab dann werde ich mir Tränke und Steintafeln reinpfeifen. Ich glaube, das ist die beste Idee. Und wir haben heute das Hafenviertel so ein bisschen vor uns und werden hier ein paar Quests erfüllen. Und ich werde als erstes mal hier nach links gehen zum lieben Ignaz. Ignaz hieß er, ne? Ich verwechsel immer Zuris und Ignaz. Mein Gehirn ist auch nicht mal das, was es mal war. So, hier haben wir noch den lieben Karl. Mit dem brauchen wir nicht reden. Der bringt mir nur ein bisschen Stärke dabei. Das brauche ich nicht, weil ich habe zurzeit nicht so viele Lernpunkte, aber ich habe bald wieder ein Level up. So, hi Ignaz. Hey. Erzähl doch mal. Du kommst mir gerade recht. Ich suche noch einen Assistenten für ein magisches Experiment. Du willst doch bestimmt der Wissenschaft einen Dienst erweisen. Klar. Immer langsam. Sag mir erstmal, worum es geht. Ich habe einen neuen Zauber entwickelt. Einen Zauber des Vergessens. Ich konnte bereits einige praktische Anwendungen durchführen, aber mir fehlt die Zeit für einen abschließenden Test. Den Zauber des Vergessens, den hatte ich früher immer in der Schule. Gerade wenn es um Hausaufgaben ging. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Ich kann dir das Brauen von Tränken beibringen. Ich kenne die Rezepte von Heilungs- und Mana-Essenzen und Geschwindigkeitstränken. Erzähl mir mehr über das Experiment und den Zauber. Der Zauber dient dazu, dass der Betroffene verschiedene Ereignisse wieder vergisst. Bisher konnte ich nur feststellen, dass er funktioniert, wenn der Betroffene verärgert ist, also wenn er gerade bestohlen oder niedergeschlagen wurde. Auch wenn er eine solche Tat nur gesehen hat, wird er sie wieder vergessen. Heißt das, ich soll irgendjemanden niederschlagen und dann verzaubern? Das macht dann wohl nur Sinn, wenn derjenige nach der Schlägerei wirklich verärgert ist. Hier im Hafenviertel sind Schlägereien nichts Ungewöhnliches, also müsste ich mir schon woanders ein Opfer suchen. Ja, ich denke, du hast verstanden, worum es geht. Aber um jemanden zu verärgern, reicht es, wenn du ihn angreifst. Du musst ihn nicht niederschlagen. Bevorzugt dafür sind Leute, die alleine sind. Wenn noch weitere Personen anwesend sind, kriegst du nur Probleme mit Lord André. Und es macht wenig Sinn, den Zauber auf jemanden zu sprechen, der dich gerade angreift. Warte auf den richtigen Augenblick. Ich hatte gerade extrem komische Stellgeräusche auf den Kopfhörern. Ich hoffe, das ist nicht in der Aufnahme. Ansonsten, sie sind jetzt auch schon wieder weg. Manchmal ist es komisch hier. So ein teures Setup und dann trotzdem nur Quatsch. Okay, ich teste den Zauber. Dann nimm diese Spruchrolle und such dir ein geeignetes Versuchsobjekt. Wenn du die Sache erledigt hast, komm zurück und erzähle mir, wie es gelaufen ist. Ja, gib schon her. Wegen des Experiments. Hast du schon einen Erfolg erzielen können? Oder hast du die Spruchrolle verschwendet? Wenn du weitere Spruchrollen brauchst, dann kannst du sie von mir kaufen. So, was hat er denn Schönes im Angebot? Zeig mir deine Ware. Er hat einige der besten Zauber, wenn ich mich recht erinnere. Und ich kaufe auf jeden Fall Vergessenszauber einen zusätzlich, weil den brauche ich später für eine Quest im Kloster und bis dahin habe ich das bestimmt wieder vergessen. So, der hat ziemlich starke Verwandlungsspruchrollen. Damit könnte man ziemlich tricksen. Gerade Verwandlung hier, Drachensnapper, Feuerwaran und Schattenläufer. Damit können wir die halbe Insel vernichten. Und natürlich dadurch wahnsinnig viele Level-Ups bekommen. Lasst mich mal überlegen, ob ich mir davon irgendwas holen möchte für irgendeine Quest. Drachensnapper ist halt schon sehr wertvoll. Ich glaube, ich kaufe mir mal den Feuerwaran. Für später, für die Banditen oben bei Akils Hof. Den kaufe ich mir mal. Ist zwar teuer für 200 Gold, aber wird sich hoffentlich lohnen. Ansonsten, dir kann ich mal die Degen verkaufen hier. Die bringen mir ordentlich Geld ein. Ziemlich viele schwere Äste, die können weg. Dolche, rostige Schwerter, die rostige Axt brauche ich auch nicht so viel. Haben wir noch irgendwas anderes zum Verkaufen? Ich weiß es gar nicht, ob die Wolfsfälle bei Bosper mehr bringen, wenn man die bei Bosper verkauft. Schau mal.
Schau mal bei Bossbar vorbei, aber zuerst mache ich mal die Quest von ihm. Ich nehme da meistens Rupert her, der hier ja gleich um die Ecke steht. Mal gucken, ob das klappt. Oh, es fängt an zu regnen. Ja. Hier mal kurz speichern. Doch, es geht alles glatt. Ah Mist, ich habe gar keine Pfeile für den Bogen. Moment. Wenn ich zu nah dran stehe, dann hauen mich alle anderen mit. Deswegen will ich von weit genug weg mit dem Bogen auf ihn schießen. Das heißt, ich gehe mal kurz zu Bossbar, guck, ob das mit den Fellen geht. Der mir mehr für die Felle gibt und kauft gleich mal ein paar Pfeile. Nee, der gibt mir leider kaum was für die Felle. Schade. Aber ein bisschen Geld kriege ich ja trotzdem raus. Schon okay. Dann kaufe ich einfach mal 50 Pfeile. Warte mal, der hat doch einen relativ guten Bogen, ne? Der diesen Jagdbogen für 30 Geschicklichkeit. 400. Ich hoffe, dass ich den nicht irgendwo auch finden kann. Günstiger. Ich kaufe mir den mal. Da fehlt ja nicht mehr viel dazu. 6 Geschicklichkeit. Also quasi... ein Level up. Ein Level up, dann habe ich genug. Und das Level up habe ich gleich. Das kriegen wir in der Folge noch hin. So, jetzt lieber Rupert. Nee, Regis ist das. Rupert steht woanders. Ach Gott. Ich hab's heute nicht mit Namen. Sonst muss ich nur treffen. Ja. Sehr gut. Jetzt versuchen wir den abzuschütteln. Ja, renn so schnell wie du kannst. Und es wird noch viel schneller. Sehr gut. Und dann setzen wir den Vergessenszauber ein. Oh shit, er hat mich zu früh gesehen. Scheiße. Hat der Augen am Hinterkopf? Scheiße. Ha. Lass mich in Frieden. Ja, renn so schnell wie du kannst. Er hat auf die falschen Leute gehört. Ach komm schon, wieso schaffe ich es nicht, ihn abzuhängen? Moment. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich, liebe Leute. Moment. I got this. Ja, renn so schnell wie du kannst. Das habe ich früher auch gemacht. So. Boah, ich hoffe, das hat funktioniert. Bist du noch sauer? So, warte mal. Nee, okay. Das heißt, es müsste geklappt haben. Schauen wir mal. Ich rede mal hier noch kurz mit der Köchin. Was kochst du da? Eine Fischsuppe. Sie ist nicht besonders würzig, aber wenigstens heiß. Du kannst gerne einen Teller probieren. Oh, so eine Fischsuppe? Kannst du mir eine Suppe kochen? Ich koche für alle Leute. Auch für dich, wenn du willst. Du musst mir nur einen Fisch bringen. Kannst du mir eine Suppe? Nichts leichter als das. Hier, nimm einen Teller. Fischsuppe habe ich, glaube ich, auch nur einmal in meinem Leben gegessen. Was kannst du mir über die Stadt sagen? Die meisten Bürger der Stadt haben Angst vor Dieben. Deshalb ist es keine gute Idee, fremde Häuser zu betreten. Aber wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, kannst du gerne in meiner Hütte schlafen. Ich habe noch ein Bett frei. Hast du keine Angst vor Dieben? Das einzig Wertvolle, was ich je besaß, ist mir schon genommen worden. Meine Innos-Statue wurde mir gestohlen. Hm. Da haben wir auch wieder eine schöne kleine Nebenquest. Der können wir eine Statue bringen. Dann kriegen wir, soweit ich mich erinnere, einen Schlüssel, der ein bisschen was bringt. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Ignaz. Ey, guck mal, der hat direkt die Waffe angelegt, ne? Ich habe die Spruchrolle angewendet. Gut, gut. Und, hattest du Erfolg? Ja, es hat funktioniert. Ausgezeichnet. Ein kleiner Fortschritt für die Wissenschaft, aber ein großer für mich. Jetzt kann ich meine Zeit nutzen, um dich in den Künsten der Alchemie zu unterweisen. Und wenn du willst, kannst du auch einige nützliche Dinge von mir haben. Ja, brauche ich gerade nicht. Ich habe ja eh keine Lernpunkte. Von daher schauen wir uns hier mal ein bisschen besser um. Aber Moment, ich mach mal wieder Tag. Damit der Regen weg ist. Flupp. Sehr schön. Und dann erkunden wir weiter das Hafenviertel. Wir haben ja hier noch ein bisschen was zu tun.
Ich überlege gerade, wo waren denn noch wichtige NPCs? Ich könnte natürlich zum Martin gehen, der hat auch noch ein paar coole Sachen. Aber sobald ich einmal mit ihm gesprochen habe und sein Inventar angeguckt habe, legt er leider den Meisterdegen an. Dann kann ich ihn nicht mehr kaufen. Das heißt, das würde ich gerne vermeiden. In der roten Laterne kann ich auch noch nichts machen. Das heißt, das kann ich mir auch sparen. Ich kann aber schon mal mit Laris quatschen. Das ist was wir auf jeden Fall schon mal machen können. Vatras schickt mich. Er sagt, ich soll zu dir kommen, wenn ich Hilfe brauche. Ach, bei Vatras warst du also auch schon. Du musst ja einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Sonst hätte er sicherlich nicht so bereitwillig meinen Namen genannt. Vor allem nicht, weil die Sache mit den verschwundenen Leuten immer noch nicht geklärt ist. Sag mir, was du brauchst. Ja, jetzt haben wir ein bisschen was zu tun, ne? Oh Gott. Ja, Achtung, wir fangen einfach mal oben an. Vatras gab mir dieses Ornament für dich mit. Er sagt, er soll zurückgebracht werden. Ach, natürlich, es bleibt mal wieder an mir hängen. Hätte ich mir ja denken können. Ich muss damit über die halbe Insel rennen, um es den Wassermagiern zu bringen. Ich werde das Ornament für dich hinbringen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es selbst überbringe. Aber du könntest mich begleiten. Doch ich komme hier im Moment nicht weg. Ich muss den Hafen im Auge behalten. Was genau machst du hier im Hafen? Darüber kann ich nicht reden. Vatras, ja, olle Geheimniskrämer hier. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ich brauche deine Hilfe. Und was genau schwebt dir da vor? So, wir können uns hier natürlich ein bisschen Gold hier holen von ihm. Über Lehmar. Das brauchen wir alle. Soll heißen, ich kann dir nichts geben. Aber Lehmar, der Geldverleiher, schuldet mir noch einen Gefallen. Geh zu ihm und leih dir das Geld, das du brauchst. Den Rest regle ich dann schon. Du findest Lehmar im Hafenviertel an der Grenze zur Unterstadt. Okay, das kriegen wir hin. Dann haben wir das hier. Vatras sagte, du könntest mir helfen, mich einer Gemeinschaft anzuschließen. Keine Lust, den Leuten ihren Arsch hinterherzutragen, was? Alles klar. Ich verstehe, was du meinst. Ich kann meinen Einfluss bei den Söldnern geltend machen, wenn du dich Lee anschließen willst. Sicher werden wir auch einen Weg finden, dich schnell im Kloster unterzubringen. Aber das Einfachste ist es sicherlich, wenn du dich der Miliz anschließt. Welche Gemeinschaft ist dir lieber? Ja, wir wollen ja Magier, ne? Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, 1000 Gold und ein Schaf abzugeben, deswegen nehmen wir den Easy Way. Die Feuermagier. Ich schätze, damit hatte Vatras nicht gerechnet. Sonst hätte er dich gar nicht erst zu mir geschickt. Wenn du ins Kloster willst, dann wird das teuer. Die Jungs lassen dich gar nicht erst rein, wenn du ihnen nicht einen Tribut zahlst. Und der Einzige, der daran was ändern könnte, ist Vatras selbst. Sprich am besten nochmal mit ihm drüber. Okay, das kriege ich hin. Was hast du eigentlich mit Vatras zu schaffen? Ich habe da so ein kleines Abkommen mit den Wassermagiern, verstehst du? Was für ein Abkommen? Wir arbeiten für sie und sie sorgen dafür, dass wir keine Probleme aufgrund unserer Vergangenheit in der Sträflingskolonie haben. Du redest vom Ring des Wassers? Du hast schon davon gehört? Vatras hat mir davon erzählt. Sag das doch gleich. Ich habe was anderes gehört. Okay, jetzt haben wir noch mal ein paar mehr Dialogoptionen. Was genau machst du hier im Hafen? Ich mache das, was alle von uns tun. Ich erledige die Aufgaben, die mir die Wassermagier auftragen. Einige der vermissten Leute sind Fischer. Sie sind mitsamt ihren Booten verschwunden. Deswegen stehe ich hier und beobachte den Hafen. Vielleicht tut sich da noch was. Aber du kannst mir helfen. Pass auf. Ich gebe dir meinen Aquamarinring. Er ist das Erkennungszeichen des Rings des Wassers. Wenn du meinen Ring trägst, werden die anderen von uns erkennen, dass du für mich unterwegs bist. Besorg mir eine Ablösung, damit ich das Ornament zurückbringen kann. Einer von uns hält immer den Marktplatz im Auge. Ich weiß aber nicht, wer das im Moment macht. Sprich am besten mit allen, die dort rumstehen. Wenn der richtige Mann meinen Aquamarinring an deinem Finger sieht, wird er sich dir zu erkennen geben. Sag ihm, dass er für einen Ersatz hier am Hafen sorgen soll. Das kriegen wir hin. Hoffe ich. So, ich glaube, da brauchen wir jetzt erstmal nichts mehr. Dann ist die Frage, Achtung. Ich habe natürlich einige Spruchrollen. Ich könnte mal probieren. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Die Wache hier in dem Lagerhaus. Wie stark ist die denn? Kann die denn was? Warte, du Mist. Ah, die ist schon ein bisschen, hält schon ein bisschen aus. Warte mal. Den kriegen wir aber. Den kriegen wir irgendwie geschmuggelt. Mit dem Bogen.
Wo ist sie hin? Hallo? Ich wusste nicht, dass wir Verstecken spielen. Was tust du da? Oh, das ist natürlich fantastisch. Das ist nicht so gut. X! komm schon hier raus. Ja, sehr gut. So, Achtung, jetzt pass mal auf. Wir gehen erst hier hoch, dann gehen wir hier links runter. Bada bam. Sehr gut. Und dann gehe ich wieder hoch. Und du bleibst schön da unten. Kriegen wir das hin? Nein! Oh, wow! Okay. Der ist vielleicht noch ein bisschen stark. Mache ich mal später. Habe ich mich gerade spontan dazu entschieden. Hat mich einfach aus dem Latschen gekippt, während er hochgeklettert ist. Gut, dann reden wir mal mit Garvel. Was machst du hier? Ich baue hier ein Schiff, denn ich will hier weg. Und zwar so schnell, wie es nur geht. Aber so, wie es momentan aussieht, wird das Schiff niemals fertig. Warum wird dein Schiff nicht fertig? Ach, wir haben 1000 Probleme. Der Rumpf ist noch nicht stabil und es fehlen noch viele Bretter. Aber ich habe kaum noch Gold, um neues Material zu kaufen. Und in der letzten Lieferung hatten sich Wanzen eingeschlichen. Oh nein! Meine Jungs arbeiten nicht produktiv. Der eine will vor allem ein schnelles Schiff, der andere macht sich Gedanken um eine Galionsfigur. Als ob wir nichts Wichtigeres zu tun hätten. Des Weiteren kommt einer meiner Leute einfach nicht mehr zur Arbeit. Ich kriege langsam Angst, dass der Bau sich deswegen noch weiter verzögert. Das hätte ich dir vorher sagen können. Dir fehlt ein Arbeiter? Ja, sein Name ist Monty. Der Kerl hat sich einfach in Luft aufgelöst. Das heißt er mit Nachnamen Pike? Macht sich scheinbar irgendwo bei den Bauern ein schönes Leben. Ich hätte ihn eben nicht im Voraus bezahlen sollen. Es sind noch mehr Leute verschwunden, habe ich mir sagen lassen. Na, das sag ich doch. Da geht's schon los mit dem Übel. Der Fischer Farim hat mir auch schon sowas erzählt. Sein Kumpel William ist nicht mehr da. Da stecken doch bestimmt die Orks dahinter. Einige Probleme erledigt. Okay. Das ist jetzt alles nicht so interessant. Warum hast du es so eilig? Bald werden die Orks kommen und die Stadt niederbrennen. Wie kommst du darauf? Junge, hast du schon die Paladine bemerkt, die überall rumlaufen? Was glaubst du, warum die hier sind? Ich sage dir, die sind hier, weil die Orks bald angreifen. Und das wird nicht schön. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, das kannst du. Finde heraus, was die Paladine vorhaben. Ich will wissen, warum sie hier sind. Und ich muss wissen, ob die Orks bald angreifen werden. Und wie weit sie von der Stadt entfernt sind. Es wurde nämlich schon einer von den Bastarden vor der Stadt gesehen. Bringe mir einfach alle Informationen, die du kriegen kannst. Ich muss wissen, wie viel Zeit mir noch bleibt, um das Boot fertig zu kriegen. Ich hatte diese Quest schon fast wieder komplett vergessen. So, ich möchte mal kurz was testen, weil ich habe da von einem Trick gelesen in den Kommentaren, dass ich mal ausprobieren möchte. Was machst du hier? Mein Name ist Brahim. Ich zeichne und verkaufe Karten. Da du hier neu bist, kannst du vielleicht eine Karte der Stadt gebrauchen. Sie ist sehr günstig und bis du dich eingewöhnt hast, äußerst nützlich. Zeig mir deine Karten. So, und zwar möchte ich dem jetzt einfach mal hier Kurzschwert der Miliz verkaufen. Komm später nochmal wieder. Und dann möchte ich Brahim umhauen. Ich hoffe, ich schaffe den schon. Jetzt kannst du was erleben. Na, das sieht eher nicht danach aus, ne? Nee, okay. Das machen wir später. Aber ich habe die Vermutung, dass Brahim einer der wenigen NPCs in Gothic 2 ist, die ähnlich wie in Gothic 1 ein NPC und ein Händlerinventar gemeinsam haben. Das wurde mir in den Kommentaren gesagt, das möchte ich ausprobieren. Ich hoffe, ich vergesse das nicht und erinnere mich da noch dran. Aber ich merke schon, ich bin für alle NPCs viel zu schwach. Vielleicht schaffen wir ja Mo. Vielleicht schaffen wir ja Mo. Let's go. Hey, ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Willst du in die Kneipe? Das ist ja schrecklich. Ja, hast du was dagegen? Du hast hier nichts verloren, Kleiner. Ich habe was anderes gelernt. Ich sehe schon, ich muss dich wohl verprügeln, damit ich weiterkomme. Das kannst du ja gerne mal probieren, Kleiner. Zeig mir, was du kannst. So, komm schon, ein Erfolg brauche ich doch heute. Brauch einen Erfolg. Oh Gott, der Schaden! Ja, aber den kriegen wir. Immer feste drauf. Immer feste drauf. Zeig sie ihm. So ist gut. Zeig sie ihm. So ist gut. Nice, so muss das laufen. So stelle ich mir das vor.
gut. So, jetzt wird hier mal aufgeräumt. Dann quatschen wir mal mit Cardiff. Wie sieht's aus? Wenn du was trinken willst, dann bestell dir was. Gib mir was zu trinken. Hat der was Schönes? Nichts, was ich brauchen würde. Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Und? Was geht dich das an? Ich habe immer ein offenes Ohr für Neuigkeiten. Hast du auch einen offenen Geldbeutel? Jede Information, die ich dir gebe, kostet dich 10 Goldstücke. Wie weit kann ich denn runterhandeln? Vergiss es. Ich hole mir meine Informationen woanders. Okay, okay, ich gehe runter auf 7. Nein, ich bin nicht auf deine Informationen angewiesen. Hey, warte. Okay, 5 Goldstücke. Aber das ist mein letztes Angebot. Oh, ich dachte, man kann ihn nur auf 6 runterhandeln. 5 ist nice. Warum nicht gleich so? Ach, ich bin einfach nicht mehr in Form. Aber was soll's, der Handel gilt. So, dann holen wir uns nämlich mal Infos. Ich brauche Informationen. Und zwar, jawohl. Wo kann ich Arbeit finden? Hier im Hafenviertel wird dir kaum jemand Arbeit geben. Da musst du schon in die Unterstadt zu den Handwerkern gehen. Aber wenn du eine gute Waffe schwingst, dann kannst du ja Alrik herausfordern. Er kämpft für Gold hinter dem Lagerhaus. Gibt es hier auch spezielle Arbeit, bei der ich schnell was verdienen kann? Was Spezielles also? Ich hatte das anders gemacht. Sprich mal mit Nagur. Vielleicht kann er dir weiterhelfen. Okay. So, bei Nagur will ich jetzt auch mal testen, ob ich mehr Geld aus ihm rausquetschen kann. Weil normalerweise mache ich bei den Dialogen immer, ja, ja, komm schon. Weil ich habe ja eh keine Goldsorgen, wenn ich Schmied bin. Aber jetzt mal testen. Cardiff meinte, du hättest einen Job für mich. Also, du suchst also einen speziellen Job, okay. Aber es läuft nach meinen Regeln, verstanden? Was soll das heißen? Das heißt, du tust das, was ich sage und kriegst ein Drittel vom Gewinn. Wenn dir das nicht gefällt, dann gibt's auch keinen Job. So, testen wir das mal. Wir arbeiten zusammen, also machen wir auch halbe-halbe. Okay, ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal. Natürlich oh, nice. Sehr schön. Okay, was ist dein Plan? Du kennst doch den Händler Baltram, oder? Falls nicht, wird es Zeit, dass du mal mit ihm redest. Dieser Baltram hat einen Boten, der ihn mit Waren von Akis Hof versorgt. Das heißt, er hatte einen Boten, denn ich habe ihm die Kehle durchgeschnitten. Und Baltram muss jetzt einen neuen einstellen und das wirst du sein. Ganz schön brutal. Dein Job ist es, dich von Baltram einstellen zu lassen und die Lieferung von Aki abzuholen. Die bringst du mir und ich verkaufe sie dann an einen interessierten Kunden. Der lässt ein hübsches Sümmchen dafür springen. Ich versuch bloß nicht, den Kram selbst zu verkaufen. Hast du alles verstanden? Ja, easy. Alles klar, kann losgehen. Gut, dann mach dich auf den Weg. Aber wenn du versuchst, mich reinzulegen, bist du bald so tot wie der Bote. Vergiss das nicht. Okay, aber das kriegen wir alles hin. Alles easy peasy. Quatsch mal nochmal mit Mo. Ich glaube, der hatte nochmal einen Dialog. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Ich habe was anderes gehört. Das ist doch kein Geheimnis. Du kennst dich hier im Hafen aus, oder? Klar doch. Wieso? Was sind denn für Gerüchte im Umlauf? Wir mögen es hier nicht, wenn zu viele Fragen gestellt werden. Besonders nicht von Fremden. Warum? Okay. Dann schauen wir jetzt mal. Warte mal, wir gehen hier noch zu Fenia. Du siehst recht mitgenommen aus. Lange nicht geschlafen, wie? Zu lange, würde ich sagen. Komm ruhig näher. Bei mir wirst du finden, was du suchst. Zeig mir deine Ware. Was hat die denn? Ah, leider keine Äpfel, sonst hätte ich da auch nochmal welche gekauft. Du sagst, du hast, was ich brauche. Auch Informationen? Aber ja doch. Was willst du wissen? Ich glaube, da wird's. Nö, nichts Interessantes für uns. Dann gehen wir zu Lema und leihen uns mal Gold. Das erledigt ja dann Laris, dass wir es nicht zurückzahlen müssen. Sehr praktisch. Wie sieht's aus? Wie viel willst du? Was heißt, wie viel? Ich bin der Geldverleiher und du kommst zu mir. Was wirst du schon von mir wollen? Geld natürlich. Leih mir Geld. Klar. Wie viel willst du haben? Ich berechne 20%.
So, wir können uns nämlich hier die 200 Goldmünzen holen. 200 Goldmünzen. Das ist eine Menge Geld. Morgen sehe ich dich hier wieder und das Geld auch, verstanden? Okay. Wirst mich nie wiedersehen. Ich werde verschwinden, ich werde untertauchen wie ein Assassine. So, jetzt schlafen wir mal bis mittags. Weil wir haben noch zwei Quests im Hafenviertel, die ich auf jeden Fall machen möchte. Sobald ich hier nicht am Bett festhänge. So. Und zwar haben wir einmal da hinten den lieben Alvin, der uns eine schöne Quest gibt. Hallo Alvin, na? Junge, das Gehämmer von diesem Irren macht mich total fertig. Wen meinst du? Hörst du nicht das Hämmern? Wer hämmert denn den ganzen Tag im Hafenviertel? Ich meine den irren Fellan. Der hämmert jeden Tag an seiner Hütte herum. Ich könnte mich um Fellan kümmern. Du willst mir helfen? Was hast du davon? Sag du's mir. Ach, so sieht's aus. Na gut, wenn du es schaffst, dass er mit dem Gehämmer aufhört, zahle ich dir 25 Goldstücke. Aber eins sage ich dir gleich. Ich habe ein sehr gutes Mittel dafür. Der ist irre. Da helfen nur ein paar ordentliche Schläge. Ich habe dann sehr, sehr gutes Mittel dafür. Ich werde sehen, was ich machen kann. Du kannst es dir ja noch überlegen. Denke daran. Ich zahle dir 25 Goldmünzen. So. Fellan, hör mal auf zu hämmern. Soll ich mal speichern? Nicht, dass der mich auch wieder aus den Latschen haut. Hey, du. Kannst du hier nichts dran ändern? Kannst du auch mal aufhören zu hämmern? Nein, ich muss das hier fertig machen. Hör einfach auf zu hämmern, okay? Geh mir doch einfach nicht auf den Sack, okay? Das weiß doch inzwischen jeder. Hör auf zu hämmern, oder ich brech dir alle Knochen. Lass es lieber bleiben, sonst hämmere ich mal ein bisschen auf dir rum. Ehrlich? Okay, das war zu viel. Das wird... Oh ja, der war ein bisschen easy. Und wir kriegen ein bisschen Gold und ein grobes Kurzschwert. Das ist sogar nochmal ordentlich was wert zum Verkaufen. Wir haben zurzeit auch recht viel Gold. Und da, ich kann mich echt nicht beklagen im Moment. Und das ganz ohne Schmieden. Bin ja fast schon begeistert. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ah, versuch das ja nicht nochmal. Warte mal. Okay, du hast mich geschlagen. Das war ja eine richtige Heldentat. Hörst du jetzt mit dem Hämmern auf oder muss ich dich nochmal verprügeln? Nein, nicht mehr schlagen. Ich hör auf. Aber du bist schuld, wenn hier alles zusammenbricht. Ehrlich? Wäre eigentlich witzig, wenn so in Kapitel 4 oder 5 die Hütte wirklich zusammengebrochen ist. Ich war das nicht. Ich kann nichts dafür. Fellan wird nicht mehr hämmern. Hörst du das? Kein Hämmern mehr. Endlich. Ich dachte schon, der Kerl hört nie auf. Damit hast du mir einen großen Gefallen getan. Weißt du was? Ich gebe dir dafür 30 Goldstücke. Wir werden reich, Alter. Wir werden einfach krass reich. So, hat Lucy hier eigentlich noch was? Nö, hat einfach nur ihre Standarddialoge. Aber hier hinten findet ein spannender Arena-Kampf statt. Und den möchte ich natürlich gewinnen. Also, let's go. Was machst du hier? Das hier ist mein Zuhause. Aber wenn du meinst, was ich so den ganzen Tag treibe, ich veranstalte Kämpfe. Du veranstaltest Kämpfe? Jeden Tag von mittags bis abends. Und zwar genau hier. Hinter dem Lagerhaus im Hafenviertel. Trautes Heim, Glück allein. Wie sind die Regeln für den Kampf? Ganz einfach. Alle normalen Waffen sind erlaubt. Keine Bögen oder Armbrüste und keine Magie. Keine Magie? Ich wollte gerade meinen Feuerwaran auspacken. Wir kämpfen, bis einer von uns beiden zu Boden geht. Und sobald einer flach liegt, wird aufgehört. Klar? Wer die Ecke verlässt, ist draußen. Wenn du also abhaust, gewinne ich. Dein Einsatz sind 50 Goldmünzen. Wenn du gewinnst, bekommst du 100 zurück. Wenn nicht, nun ja, dann ist dein Geld futsch. Alles kapiert? Klar. Ja, dann machen wir mal einen Kampf, ne? Ich speichere hier nochmal ab. Ganz ungeniert. Ich will gegen dich kämpfen. Hast du die 50 Goldstücke? Bitteschön. Hier sind sie. Wir haben einen neuen Herausforderer. Die Wetten sind platziert. Bist du bereit? Weil die Arena schon ein bisschen schäbig ist, muss man sagen, Alrik. Da hättest du dir ein bisschen mehr Esprit, ein bisschen mehr Vision überlegen können. Komm her. Dann lass mal sehen, was du kannst. So. Ich lasse nicht mal die Waffe ziehen. Schaffen wir den? Na mach schon. So. War da schon ein Crit dabei? Crit ich hier überhaupt gerade? Hör schon. Ja, da ist ein Crit.
Oh, ich muss dringend einhand ein bisschen skillen. Gar keinen Schaden. So. So. Easy. Und ich klaue mir mal alles. Eins. Ja, ich bin der neue Arena-Champion. Huldigt mir. Ich bin der beste Kämpfer in ganz Kurinis. Ja, ja. Wachst du auch mal wieder auf? Habe ich zu dolle festgeschlagen? Oh, mein Schädel. Mann, oh Mann. Du hast ja einen ganz schönen Schlag drauf. Dein Gold hast du dir ja schon genommen. Hättest auch warten können, bis ich es dir gebe. Ich halte mein Wort. Ich vertraue hier niemandem. Und eine Sache noch. Niemand redet darüber, was hinterm Lagerhaus passiert. Oh, es ist Fight Club. Die Milizen lochen hier jeden ein, der sich auch nur die kleinste Sache leistet. Und Kampfwetten sehen die Jungs sicher nicht gerne. Weil ich sagen muss, ich habe den Film Fight Club nie gesehen. Mir wurde irgendwann das Ende gespoilert. Und dann hat mich es irgendwie nicht mehr interessiert. Ich will gegen dich kämpfen. Nee, nee. Bevor ich nochmal gegen dich antrete, brauche ich eine bessere Waffe. Ich musste vor ein paar Tagen mein Schwert verkaufen. Mit dem Teil bin ich unschlagbar. Wenn du es mir wieder besorgst, trete ich nochmal gegen dich an. Wem hast du dein Schwert verkauft? Ich habe es bei einem der Händler auf dem Marktplatz für ein bisschen Krempel eingetauscht. Jora hieß der Kerl. Die Fackeln und das bisschen Fleisch, das er mir gegeben hat, sind schon lange aufgebraucht. Er wird mir das Schwert wohl kaum umsonst geben. Es ist ein altes Schwert. Er wird nicht viel dafür haben wollen. Betrachte das Geld einfach als zusätzlichen Einsatz für den Kampf. Okay, das kriege ich hin. Mit Jora haben wir ja auch schon gelabert. Aber bevor wir zum lieben Wortfindungsstörung, ich hab's gleich. Jora gehen. Will ich hier noch einmal um die Küste rumschwimmen? Weil da ist auch noch ein NPC, der ein, zwei wichtige Informationen für uns hat. Und den nehme ich jetzt gerade mal mit, weil sonst vergesse ich das. Und dann verpasse ich vielleicht eine schöne Quest, wo ich euch was Tolles zeigen kann, was vielleicht einige noch gar nicht kennen. Es wird aber erst in Jaken da dann wichtig. Schauen wir einfach mal. Liegt auch noch ein bisschen Kram, was ich natürlich mitnehmen möchte. Wenn mich nicht alles täuscht, hier auch irgendwo eine Steintafel. Da. Sag ich doch. Hornmuschel, die können wir auch aufmachen, die ganzen Muscheln. Wenn wir Glück haben, ist was Wertvolles drin. Ach, und hier wieder die gute Gothic 2 Musik. Ich finde die Gothic 2 Musik nicht ganz so gut und nicht so einprägsam wie die vom ersten Teil, aber trotzdem sehr schön. Und dann haben wir natürlich noch die wahnsinnig herausragende Musik von Gothic 3. Mir manchmal ein bisschen zu episch ist, da fehlt mir so dieses Dahinplätschern, was ja Gothic immer so ein bisschen hat. Aber trotzdem, die Soundtracks sind einfach so schön. Müsste man vielleicht ein Soundtrack-Ranking machen. So die schönsten Musikstücke. Was konnte ich da einsammeln? Ah. So, hier haben wir auch noch mal ein bisschen Gold. Vielleicht kommen wir noch auf die 1000. Dann könnte ich anfangen, bei Daron zu spenden. Lag hier noch was? Nö. So, dann quatschen wir hier mal mit dem netten Piraten. Da bist du ja endlich. Ich warte ja schon seit Stunden. Aber Moment mal. Du bist gar kein Händler aus der Stadt, oder? Wo ist Baltram? Baltram? Wartest du auf einen Händler? Du bist wohl ein ganz Schlauer, was? Das habe ich doch eben gesagt, oder etwa nicht? Dieser Nichtsnutz von einem Kleinkrämer hat mich wohl vergessen, so wie es aussieht. Der soll mir nochmal in die Finger kommen, sage ich dir. Wer bist du? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Aber wenn du es unbedingt wissen willst, mein Name ist Skip. Na, klingelt's? Wer? Jetzt sag bloß, du hast den Namen Skip noch nie gehört. Meine da muss ich wohl den Geschichtsunterricht geskippt haben. Ich bin einer der meistgesuchten Verbrecher in Kurinis. Meine Jungs und ich machen schon seit Jahren die Gewässer um diese lausige Insel hier unsicher. Das musst du doch schon mal gehört haben. Ja, natürlich, jetzt fällt's mir wieder ein. Ehrlich? Du hast wirklich schon von mir Lügen kann der Held. Ach du Scheiße. Ich hatte mir schon überlegt, in die Stadt zu marschieren. Ein Glück, dass ich das nicht gemacht habe. Die Miliz hätte mich sicher sofort in den Knast gesteckt. Wo kommst du her? Du willst wissen, wo unser Unterschlupf ist? Wenn ich dir das erzähle, dann könnte ich mich ja gleich der Miliz stellen. Außerdem würde dir das sowieso nichts nutzen, falls du vorhaben solltest, uns aufzusuchen.
Die Insel Korinnes ist groß und da, wo wir sind, kommt sowieso niemand hin. Es sei denn, er fährt mit einer Kogge oder einem Schiff. Dann müsstest du auch noch einen Weg durch die Klippen finden. Niemand kommt da durch, es sei denn, er kennt den geheimen Weg. Es gibt nur zwei Menschen, die den Weg kennen. Und du bist keiner von ihnen. Eine Menge Einwohner werden vermisst und alles deutet darauf hin, dass du daran nicht ganz unschuldig zu sein scheinst. Verdammt, aber die Sache ist nicht so, wie du denkst. Sehe ich etwa aus wie ein Menschenhändler? Nein, ich transportiere Waren. Was das für Waren sind und wo die herkommen, geht mich nichts an. Wir haben viele Dinge für diese Schweine geschippert. Am Anfang war es ganz normaler Kram. Naja, das eine oder andere war Schmuggelware. Doch irgendwann fingen sie an, die Bewohner der Stadt zu entführen. Keine Ahnung, was sie mit ihnen vorhaben. Wir haben sie nur rübergefahren. Von wem sprichst du? Von den Banditen, Mann. Von wem sonst? Das schmierige Pack, das sich hier überall auf der Insel breit macht. Und nicht nur hier um Korinnes. Banditen reicht mir nicht. Ich will einen Namen. Einen Namen? Du willst wissen, wer der Kopf der Banditen ist. Verdammt, wie hieß denn der Hund nochmal? Mir fällt der Name von dem Kerl nicht mehr ein. Dabei war er eigentlich ganz einfach zu merken. Aber ich kann dir zeigen, wo du den Boss der Bande in diesem Teil von Korinnes finden kannst. Hast du eine ordentliche Landkarte dabei? Nein. Dann will ich dir beschreiben müssen, was? Weit im Osten gibt es einen sehr großen Bauernhof. Ich glaube, der Bauer dort heißt, Onar. Er hat ziemlich große Felder da. Im Süden dieser Felder gibt es eine kleine Festung auf einem hohen Felsen. Da sitzt der Typ, den du suchst. Jetzt fällt mir auch sein Name wieder ein. Dexter. Dexter, den kennen wir doch. Wo habt ihr die Leute hingebracht? Ich hab dir schon gesagt, ich werde dir nicht verraten, wo sich unsere Bucht befindet. Schade. Aber damit haben wir jetzt zumindest mal mit Skip gesprochen. Das kann ich schon mal in meinem Kopf dann abhaken, weil das ist tatsächlich was ich oft vergesse. Man braucht ihn ja nicht unbedingt. Es reicht ja, wenn man mit Dexter spricht. Von daher nicht so schlimm, aber trotzdem, man verpasst dann die ein oder andere Sache. So, hier natürlich auch alles mitnehmen. Sehr dialoglastige Folge heute wieder. Ich hoffe, in den nächsten Folgen kann ich mal ein bisschen mehr reden. Weil dafür bin ich ja da, habe ich gehört. Dass ich euch voll labern kann. So. Und dann laufen wir mal noch zurück zur Stadt. Ich nehme da immer diesen Pfad über den Berg, damit ich nicht schwimmen muss. Ich hasse Schwimmen in Videospielen. Ganz schlimm. Ich glaube, deswegen hat mir Subnautica auch nicht gefallen. So. Eppa. Dann noch hier rüber. Kurz speichern. Und dann gehen wir hier runter. Jump. Geeks. Perfekt. Das hat auch gut geklappt. Und ich würde an der Stelle sagen, wir machen Schluss für diese Folge. Nächstes Mal geht es dann weiter. Wir schließen dann wahrscheinlich erstmal Korinnes so ein bisschen ab und werden dann mit Laris auf Erkundungstour gehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer, liken, kommentieren, ist gut für den Algorithmus. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.